So sehr hat Gott die Welt geliebt, steht da. Jani, stellt euch mal vor, wir gehen zurück, 2000 Jahre zurück. Sagen wir mal, ich stehe hier mit den Aposteln und mit der heiligen Mutter Gottes, der Mutter Maria, und wir sehen den gekreuzigten Nazarener vor uns, der für unsere Sünden stirbt. Und wir hören jetzt die letzten Worte des Herrn Jesus, ne, zu Golgatha, als der Herr für uns gelitten hat. Und dann möchte uns Allah 600 Jahre später nach dem Christentum sagen, nein, es war nicht Jesus, er sah ihm nur ähnlich. Allah hat ja im Koran die ganze Welt getäuscht. Ihr glaubt hier irgend so ein Schwachsinn, was Allah im Koran sagt? Glaubst du, die Mutter Gottes, die Mutter Maria, konnte nicht seinen eigenen Sohn erkennen? Denkst du nicht, dass die Aposteln ihren eigenen Lehrer und Meister und Rabbi erkennen konnten? Deshalb, Allah, Sure 354, ist der größte Täuscher. Er möchte nicht, dass ihr glaubt, dass er der Sohn Gottes ist, quasi jetzt vor 2000 Jahren. Er möchte nicht, dass ihr glaubt, dass er der Sohn Gottes ist und für eure Sünden gestorben ist am Kreuz. Weil er möchte, dass ihr in die Feuersee kommt, dieser koranische, islamische Gott. Aber der Gott der Bibel sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren in die Hölle geht, sondern ewiges Leben hat. Oder wie Paulus im Heiligen Geist sagt, Gott war in Christus und hat die Welt mit sich selber versöhnt und das Wort der Versöhnung in uns gelegt. Gott hat in Christus die ganze Welt mit sich selber versöhnt. Wenn wir nun glauben, dass Gott durch Christus uns erlöst hat und am dritten Tag auferstanden ist, so haben wir das ewige Leben. Wer das leugnet, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Soll man sich kein Bild von Jesus machen? Die typischen Aussagen von einem Freikirchler oder einer, der neu im Glauben ist. Nein, es ist nicht schlimm. In 1. Johannesbrief Kapitel 1 steht, das Wort des Lebens haben wir gesehen, haben wir angegriffen. So, wenn das Wort Gottes in seine Schöpfung kam als ein Mensch, haben die Jünger den Menschensohn gesehen? Ja, haben sie den Menschensohn gespürt und ihn angegriffen? Absolut. Wenn Gott Mensch wurde in Jesus Christus, so kann man ein Abbild, eine Ikone von Jesus, der in Menschlichkeit zu uns kam, natürlich machen. Und das ist nicht gegen das Gebot aus dem Alten Testament, du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Nein. Falsche Religion. Ja, falsche Religion, mein Lieber, wenn man an eine Religion glaubt, die alles verleugnet, 600 Jahre später, nachdem Gott in Christus die Wahrheit gesagt hat. Jesus sagt, alles, was ich beim Vater gesehen und gehört habe, das erzähle ich der Welt. Aber ihr leugnet das, was der Vater durch den Sohn gesprochen hat. Dann würdet ihr glauben, was der Vater durch den Sohn gesprochen hat. So würdet ihr jetzt Gottes Kinder sein und durch den Heiligen Geist Amen sagen zu dem, was ich sage. Aber naja, die falsche Religion, die Religion des Antichristen laut der Bibel ist der Islam. Ob ihr wollt oder nicht, ich kann euch alle Bibelverse und theologischen Nachweise geben, dass der Islam nur einen Hintergrund hat, und zwar die Seelen der Welt auf jeden Fall zu verdammen durch die Leugnung des Sohnes Gottes und die Verleugnen, was Gott in Christus für uns getan hat am Kreuz. Und auf jeden Fall, was noch? Ja, eben das auf jeden Fall, dass ihr nicht den Heiligen Geist empfangt, denn man kann nur den Geist Gottes empfangen, wenn man an den Sohn Gottes glaubt. Der einzige Grund für den Islam ist, die Lehre der Wahrheit, was Christus getan hat und gesagt hat, zu verleugnen, ne? Und die Kinder Gottes zu verfolgen. Das tut der Islam seit 1400 Jahren, und 360 Millionen Christen werden weltweit verfolgt von den Muslimen in den islamischen Nationen. Ist der einzige Grund, diese zwei. Konzentriere dich auf das Wesentliche. Natürlich konzentriere ich mich auf das Wesentliche, mein Bruder, aber es ist wichtig, Aufklärung zu machen, dass die Menschen die Wahrheit hören, damit sie erkennen, wo die Lüge und wo die Wahrheit ist.
Errettet der Glaube allein oder ist ein Bedingung geknüpft, Johannes 3,3 vom Geist neu geboren zu sein? Jeder legt sich Johannes 3,3 für sich aus. Gehen wir aber in die Kirchengeschichte zurück, was die Apostel und was die Kirchenväter in den ersten Jahrhunderten gepredigt haben, dann ist die Wiedergeburt im Heiligen Geist auf jeden Fall durch den Glauben und die Taufe. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Durch den Glauben lässt du dich taufen. Apostelgeschichte. Sie legen dir die Hände auf. Wo sieht man das heutzutage? Bei den Orthodoxen und bei den Katholiken. Sie legen dir die Hände auf. Aufgrund deines Glaubens taufen sie sich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und so weiter. Die Bibel wurde geändert, ja genau. 2000 Jahre Kirchengeschichte haben auf dich gewartet, auf deine Aussage von heute. Ich habe es vorhin schon widerlegt. Also darf man ihn als solches in der Kirche wieder dahingehend anbeten. Mein Lieber, ich sehe auf jeden Fall, dass du nicht genug Wissen hast, wie ich damals, als ich selber nicht genug Wissen habe. Beschäftige dich mit der, ich meine es nicht böse, ich war selber mit so einer Haltung gebunden. Beschäftige dich mit den ersten Jahrhunderten, mit dem Katechismus, warum sie das so glauben und das Dogma. Beschäftigt euch auf jeden Fall mit der historischen Kirchengeschichte und mit den Lehren. Denn wenn ihr dann sagt, das ist Götzendienst, obwohl ihr es nicht mal begründen könnt, was sagt ihr dann mit dieser Aussage? Dann sagt ihr mit dieser Aussage, der Geist der Wahrheit, Matthäus 16, der die Kirche gegründet hat, Christus, dass der Geist der Wahrheit Fehler getan hat. Durch solche anti-apostolischen Aussagen, da muss man aufpassen, nennt man den Geist der Wahrheit, den Heiligen Geist, einen Fehlgeist. Und da muss man aufpassen, was man für Aussagen tätigt. Das ist ja eine Frage, nicht, dass ich denke, dass ich es weiß. Ich meine es ja, ich habe doch gesagt, nimm es mir nicht böse. Beschäftige dich mit der Kirchengeschichte und mit den Lehren aus den ersten Jahrhunderten, was die ersten Christen geglaubt haben. Und dann kommst du zurück und sagst, Bruder, ich weiß jetzt überall Bescheid. So, wir gehen zurück auf meinen Baumstumpf. Luca, ich gehe heute auch noch hoch. Komm zu mir. Komm jetzt hoch. Dann kannst du im Livestream Hallo sagen. Nein, ich werde sowieso, falls du auch kommst, ich werde, glaube ich, vor dir runterkommen. Also runtergehen. Nur Liebe für dich alle, möge der Herr dich reichlich. Erik, Gottes Segen dir. Wie findest du die neue Genfer Übersetzung oder lieber klassisch Schlachter 2000? Ich habe bis jetzt nur Schlachter 2000 gelesen, aber in Zukunft werde ich nur noch die Einheitsübersetzung lesen. Und eine andere Übersetzung, wo ich jetzt vergessen habe, wie die heißt. Ich habe Gott verloren. Nein, du hast Gott nicht verloren. Du hast dich von Gott getrennt. Du hast durch deine Sünde und dem, was vor Gott nicht gerecht ist, dich von Gott getrennt. Nicht du hast Gott verloren, du hast dich von Gott getrennt aufgrund von Sünde. Aber deshalb sagt das Wort Gottes in 1. Johannes 1, Kapitel 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und wäscht uns rein von aller Ungerechtigkeit. Also geh, schau dir nicht mal meinen Livestream an, fühl dich angesprochen, geh auf deine Knie, bete zum Vater in Jesu Namen um Vergebung. Wie ich das immer mache und wie jeder das tut, denn wir alle fallen auf jeden Fall kurz und du kannst nicht tiefer fallen in die Hände des lebendigen Gottes.
Also geh auf deine Knie und sag: Vater, im Namen des Herrn Jesus Christus, ich habe gegen dich, gegen den Himmel und vielleicht auch sogar gegen den Tempel Gottes gesündigt. Herr Jesus Christus, sei mir armen Sünder gnädig. Und sei demütig im Herzen. Sei demütig im Herzen zu deinem Schöpfer. Er ist dein Vater, er kennt alles. Die Bibel sagt: Im Bauch deiner Mutter hat er dich geformt. Bevor er dich im Bauch deiner Mutter geformt hat, kennt er dich und er kennt alle deine Haare, gezählt auf deinem Kopf. Er kennt alles an dir. Hört auf, immer Gott in einen religiösen Wahnsinn zu stecken. Betet zu eurem Vater im Himmel aus Demütigkeit, aus dem Geist heraus. Und offenbart ihm alles, was euch ans Herz gegeben wird. Bruder, such Hilfe. Ja, ich glaube nicht, ich bin derjenige, der Hilfe braucht, sondern du bist der Kranke, der Hilfe braucht. Jesus sagte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt. Ich bin gesund, sondern die Kranken brauchen den Arzt. Du bist krank und wie gesagt, die Krankheit ist die Sünde. Und die Sünde kann aufgehoben werden durch Christus. Warst du Moslem? Ja. Was sagst du zu den Bibeln, die mehr als 66 Bücher haben? Sind die wahrheitsgemäßen Bibeln, weil es wurde ja entschieden durch die früheren Jahrhunderte, dass die Bibel 73 Bücher hat. Es wurde ja durch Luther im 15., 6. Jahrhundert dann von Luther selber entschieden, 66 Bücher in seine Übersetzung zu stellen. Aber die Bibel hat durch das Konzil vom Heiligen Geist entschieden, 73 Bücher. Alan, was meinst du auf Insta mit neues Kapitel? Damit meine ich, dass ich apostolisch-katholisch werde auf jeden Fall und Katechum bin und auf dem Weg dahin bin. 66 plus Apokryphen. Für mich sind das keine Apokryphen. Für mich ist das ein weiteres Buch der Bibel und keine Apokryphen. Apokryph kannst du das Buch Enoch nennen, obwohl das Buch Enoch für mich auch wahrheitsgemäß ist. Alan, glaubst du an die Philoik in der hypostasischen Eigenschaft? Also ich habe mich mit den Sakramenten auseinandergesetzt, das ist schon fertig. Ich glaube an die Sakramente, das braucht mir keiner erklären. An die Mutter Gottes, die Heilige Maria, glaube ich, habe ich gelernt, studiert durch die ersten Jahrhunderte, braucht mir keiner was davon sagen. So, was bleibt jetzt? Jetzt bleibt Papsttum und die Philoik zwischen West- und Ostseite. Hört ihr? Halleluja. Gott hat gesprochen. Wir warten, bis die Glocken fertig sind.
warten auf die Glocken, meine lieben Geschwister. Halleluja! Halleluja! Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Die Dämonen sollen die Glocken hören. Hört die Glocken, meine lieben Dämonen. Fürchtet Christus. Die Dämonen sollen die Glocken hören. Fürchtet Christus, küsst den Sohn, damit der Sohn nicht zornig wird und ihn nicht umkommt auf seinen Weg. Denn wie leicht kann sein Sohn sein Zorn entbrennen, wohl all denen, die sich bergen bei ihm. Psalm 2, der Sohn Gottes in Psalm 2. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird. Halleluja! Ein extra Glockenspiel, was länger dauert, extra für die Dämonen und alle, die nicht glauben, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Die Kirche hat ein weiteres Glockenspiel. Die Kirche will nicht aufhören, die Glocken zu läuten für die Dämonen. Die sollen zittern.
Also wenn es so weitergeht, muss ich neben der Kirche stehen. Gottesfurcht, wirklich, ich spüre Gottesfurcht bei dem. Es ist anders, wenn man im echten Leben hier ist. In echt hört das sich so gottesfürchtig an. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Halleluja. So, ab geht's. Ich weiß nicht, ob das Nonnen waren oder einfach nur Schwestern, aber das waren auf jeden Fall 6 gottesfürchtige Schwestern und 2 ältere Herren. Ich weiß nicht, waren das jetzt Nonnen, Klosterschwestern? Ich weiß nicht. Lebst du in der Nähe? Jo, so 10 Minuten von hier. Und ja. Kannst du mir sagen, wieso der Unterschied und katholisch und nicht orthodox? Ich werde auf jeden Fall nur meine Aussagen dazu treffen, wenn ich gefestigter bin zu dem Thema. Und ich bin ja selber am Gucken, wegen der Ostseite und der Westseite. Das größte Problem ist ja das Schisma aus dem Jahre 1054 zwischen den beiden Seiten der Philoik und dem Papsttum. Wieso kann der Herr uns noch nicht zu sich nehmen? Bei Henoch bin ich nicht gut genug. Ich denke nicht, dass wir beide, mein lieber Bruder, ich und du, wir beide sind nicht geheiligt
wie Henoch geheiligt war auf der Erde. Ich glaube, Henoch hat seine ganzen Jahrhunderte sich voll und ganz auf Jahwe gewidmet. Und ich denke nicht, dass wir beide, du und ich, auf dieser Ebene sind, wie Henoch es war, als er in den Himmel entrückt worden ist. Denn damit ein Mensch in den Himmel entrückt wird, ich glaube, Jahwe, Gott der Herr, hat von Milliarden Menschen nur zwei in den Himmel entrückt. Wir reden jetzt nicht von Christus oder auf jeden Fall von der glückseligen Mutter Maria, sondern wir reden von den zwei biblischen Personen aus dem Alten Testament. Also wenn Gott der Herr nur zwei Personen zu sich entrückt hat, von Milliarden Menschen nur zwei Personen, dann sind wir, mein lieber Bruder, du und ich, noch nicht geheiligt, damit wir in die in die Heiligkeit Gottes hineinkommen können. Ne? Also ich brauche, obwohl ich geistlich sehr gesegnet bin, dank dem Herrn, wie auch ihr geistlich gesegnet seid, wenn ihr in der Identität von Christus lebt und nach seinen Willen fragt und ja, aber ich muss noch, obwohl ich so viel weiß, noch viel lernen, noch viel mehr geheiligter sein. Und das ist die, was die Orthodoxen nennen, die Theosis. Die Katholiken sagen, glaube ich, nur Heiligung dazu im Heiligen Geist, dass man sich heiligt, nicht nur durch Gebet oder Fasten oder im Wort zu lesen, sondern wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Wer mein Fleisch und mein Blut nicht isst, der wird das Leben nicht in sich haben. Und das ist die Eucharistie, was man nicht nur symbolisch nimmt, was ich selber lange geglaubt habe, dass es einfach nur ein bisschen Wein oder Traubensaft und ist. Nein, 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 nein. Es ist viel mehr als das. Bruder, was ist für dich der Sinn des Lebens? Für mich ist der Sinn des Lebens Johannes 17, Vers 3. Das ist das ewige Leben, dass sie dich den allein wahren Gott erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Denn um diesen wahrhaftigen Gott zu erkennen, braucht man Christus. Außerhalb von Christus kann man Gott nicht erkennen. Das ist für mich der Sinn des Lebens. Ups. Okay. Amen, Amen. Alan zeigt deine wahre Demut. Jeder Christ lernt lebenslang. Genau, wir lernen unser ganzes Leben durch den Heiligen Geist uns weiter zu heiligen. Und wir wissen, Henoch hat Jahrhunderte dafür Zeit gehabt. Wir haben natürlich keine Jahrhunderte. Wir haben maximal zwischen 50 und 100 Jahre. Denn Gott, der Herr, hat die Begrenzung der Lebenslänge auf 120 Jahren geschränkt. Und wir werden dann zum Staub kommen. Wie Hiob sagte ja in Hiob 1, ne, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Ne, von Staub bist du und von Staub kommst du. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Also, der christliche Glaube an sich ist nichts Vergängliches. Der christliche Glaube an sich ist ein Glauben der Ewigkeit. Und es ist wichtig, als Seele, als Mensch in einem fleischlichen Körper den wahrhaftigen Glauben zu erkennen. Und die Wahrheit für das ewige Leben und der wahrheitsgemäße Glaube ist Jesus als Person, das ewige Leben, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Kein Mensch in der Geschichte kann jemals sagen, ich bin eins mit Gott, dem Vater. Kein Mensch kann sagen, ich bin das Licht der Welt. Kein Mensch kann sagen, ehe Abraham war, bin ich. Kein Mensch hat jemals gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder Mensch, der lebt und an mich glaubt, der wird in Ewigkeit niemals sterben. Niemals hat ein Mensch je gesagt, wer mich gesehen und erkannt hat, der hat Gott den Vater erkannt. Selbst Pontius Pilatus, als er das hörte, dass er der Sohn Gottes ist, er fürchtete sich bitterlich und hatte Angst, ihn zur Kreuzigung freizugeben, weil er hatte eine Gottesfurcht, weil die Juden sagten, er behaupte, er wäre Gottes Sohn. Und er ist es auch. Frieden mit Gott nur durch Jesus Christus, Mohammed, Feuersee, Allah aus dem Koran, der Islamische mit dem Tauhid, Feuersee, Buddha, Krishna, Feuersee, alles der Teufel, lasst euch nicht täuschen. Atheismus, der Narr spricht in seinen Herzen, es gebe keinen Gott, Feuersee. Deren Namen werden aus dem Buch des Lebens gestrichen, laut Offenbarung 20, Vers 15 und 14. Glaubt an Christus, er ist das ewige Leben.
Wenn selbst die Tiere laut dem Alten Testament den Namen des Herrn kennen, Yahweh, Elohim, El Shaddai, Adonai, und wir durch unser Einatmen selber unser erster Atemzug der Name des Herrn Yahweh war und die Tiere das auch glauben und wir haben Menschen, die Yahweh, Gott, den Herrn, ablehnen und sagen, das wäre alles als Zufall geschaffen. Ist das für euch Zufall, meine lieben Geschwister? Sieht für euch das Zufall aus? Ist das aus dem Nichts entstanden? Denn die Bibel sagt im Alten Testament, durch das Alte Testament, die Berge und die Schöpfung und der Himmel, das Firmament, verkündigt die Herrlichkeit Gottes. Denn Gott hat durch sein Wort, durch Christus, die Welten geschaffen. Ja, nee, wenn ihr in den Himmel blickt, meine lieben Atheisten, seht ihr nicht die Herrlichkeit und die Schöpfung und den Schöpfer? Na, und dann sagt Paulus etwas Interessantes. Nein, sie haben die Schöpfung geehrt und nicht den Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Nein, sie lieben die Schöpfung mehr als den Schöpfer. Nein, Selin, du wirst getäuscht, Selin. Du wirst getäuscht, Selin. Du bist nicht in der Wahrheit, Selin. Ich war selber in diesem Geist, in dem du steckst, der in dir den Sohn Gottes leugnet. Ich bete jeden Tag für euch. Ich war selber 18 Jahre in diesem Geist. Ich war selber 18 Jahre verblendet durch die Shahada, das Malzeichen des Tieres, womit ihr den Vater und den Sohn leugnet. Und die Bibel sagt, wer den Vater und den Sohn leugnet, das ist der Antichrist. Das ist der Teufel, der den Vater und den Sohn leugnet. Und Mohammed hat es geschafft, mit dem Widersacher ein Glaubensbekenntnis zu bekennen, womit man den Vater und den Sohn leugnet. Selin und alle anderen Muslime, ich bete jeden Tag für euch. Allah ist ein babylonischer, heidnischer Gott von den vielen Gottheiten aus Mekka und Medina. Ihr dient babylonischen, dämonischen Heidentum. Mohammed selber war ein Götzendiener, er war kein Jude und kein Christ. Wer damals kein Jude und kein Christ war, der war ein Heide, ein Vielgötter, ein Götzendiener. Und er hat auf seinen letzten mekkanischen, babylonischen Gott einen Allah entstehen lassen. Beschäftigt euch, meine lieben Muslimen, bitte mit der Geschichte eures Glaubens. Ihr seid babylonischer, dämonischer Heidentum. Es hat nichts mit Gott, den Herrn Yahweh, zu tun. Vielmehr hasst Gott, der Herr Yahweh, in der Bibel, wenn man sich vor einem Stein niederwerft oder vor einem Gebäude oder Säulenhalle aus 2. Mose, wie ihr das 5-mal am Tag tut. Liest es, das Injil. Johannes 4, die samaritische Frau. Wir haben hier auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man Gott anbeten soll. Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil und die Rettung kommt aus den Juden. Aber es kommt die Stunde, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Von solchen möchte der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und dann sagt die Frau, Herr, ich habe gehört, dass der Christus, der Messias kommt. Wenn dieser kommt, dann wird er uns alles offenbaren. Und Jesus sagt, ich bin es, der mit dir redet. Und sie glaubte. Weder auf diesem Berg noch in Jerusalem und erst gar nicht 5-mal am Tag Richtung einen Stein betet ihr den Vater an. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, sagt Jesus. Wir beten an, was wir kennen. Wir beten zum Vater durch den Heiligen Geist. Um den Heiligen Geist zu empfangen, glauben wir was? An den Sohn Gottes, der uns den Geist Gottes gibt.
Bruder, was soll ich sagen von antikatholischen oder antiorthodoxen? Ich war ja selber so. Nicht jeder, der behauptet, den Heiligen Geist zu haben, der habe auch den Heiligen Geist. Ne? Zeugen Jehovas, die fern von der Wahrheit sind, behaupten auch, den Geist der Wahrheit zu haben. Sind sie im Heiligen Geist? Nein. Mormonen dasselbe. Und alle auf jeden Fall, die eine gewisse Sektierer nachfolgen und einen unerwünschten Hass gegenüber der Urkirche sind. Wer ist die Urkirche? Die eine heilige, katholische, ne? Heißt ja allumfassende, apostolische Kirche. Und dann behaupten sie aber im Heiligen Geist zu sein, aber haben so eine Abneigung gegen der Ursprungskirche. Und so war ich auch. Und deshalb prüft alles, ne? Und prüft auf jeden Fall auch diese Menschen. Also Nina, bei ganzer Liebe und ganzem Respekt, meine liebe Nina, so redet keine Frau. Ich habe dich jetzt gestummschaltet. Ich habe keinen Wut gegen dich. Ich möchte dich auch nicht beleidigen. Möge Gott dich und deine Familie segnen. Aber ich weiß nicht, ob du Christin bist. Aber mit solchen Aussagen präsentierst du dich öffentlich nicht als Christin. Aber möge Gott dir und mir vergeben. Ne? Ich sage dir, Nina, eines und alle anderen, die böse im Herzen sind auf jeden Fall und beleidigend sind gegenüber anderen Menschen. Ne? Paulus sagt, oder Jakobus, der heilige Jakobus sagt, bitte hört mir jetzt zu. Die Zunge des Menschen ist ein Feuer. Mit der Zunge lobpreisen wir den Herrn, der alles geschaffen hat. Und mit der Zunge beleidigen wir unseren Nächsten, der nach Gottes Abbild geschaffen ist. Versteht ihr das? Versteht ihr das? Denn aus dem bösen Schatz des Herzens des Menschen kommt das Böse hervor. Alle Beleidigungen und alle Lästerung kommt aus dem bösen Herzen des Menschen. Und der Herr sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder Mensch wird sich für jedes unnütze Wort, das er von sich gegeben hat, Rechenschaft ablegen vor dem lebendigen Gott. Also passt auf, ihr könnt Leben schenken und segnen mit der Zunge und ihr könnt fluchen. Ein Fluch ist nicht unbedingt ein Zauberspruch. Wenn du deinen Nächsten beleidigst oder wenn du Gott blasphemierst, kommt ein Fluch aus deinem Mund, aus deinem Geist fluchst du den Menschen, der nach Gottes Abbild geschaffen ist. Ich bin nicht der Allerheiligste und will jetzt sagen, ich bin immer derjenige, der auf jeden Fall nur Gutes sagt, aber wir müssen uns züchtigen. Fluchen ist keine Hokuspokus-Zauberei, unter anderem schon, aber Fluchen ist auch jenes Wort, was du gegen deinen Nächsten böse sagst oder gegen Gott. Deshalb, aus dem bösen Schatz des Menschen kommt das Böse hervor und aus dem guten Schatz des Herzens eines Menschen kommt das Gute hervor. Denn wovor das Herz eines Menschen voll ist, davon redet auch sein Mund. Wenn dein Mund segnet, wenn dein Mund liebt, wenn dein Mund Gott lobpreist, dann hast du ein gutes Herz, was von Gott gereinigt ist. Wenn aber dein Gott voller Verbitterkeit und Sorge und Blasphemie und Beleidigen und Fluchen ist, dann hat deine Seele auch keine Ruhe und dein Geist, der durch deinen Mund spricht. Das macht doch Sinn. Das lehrt der Herr Jesus und die Leute wollen auf jeden Fall nicht hören. Ja, mein lieber Umut, mach dich darüber lustig. Der Herr lässt sich nicht spotten. Ich war selber in deinem Geist. Ich weiß es selber, Umut und alle anderen Muslime. Ich kenne euch ja. Ich war selber genauso. Deshalb, wisst ihr, was das Schöne ist? Die Bibel endet natürlich mit dem Wort Amen. Ne? Amen, komm, Herr Jesus. Ne? Die Braut spricht und der Geist spricht, komm, Herr Jesus. Aber was die Schlussfolgerung von dem Ganzen ist, wie geht ja die Welt unter? Oder was passiert am Ende der Tage im geistlichen Sinne, in der geistlichen Ebene, eine Dimension, die wir uns jetzt nicht vorstellen können? Ja, was passiert denn am Ende der Tage? Das ist ja das Schöne und gleichzeitig auch das Schlimmste für einen Menschen, der nicht gerettet ist. Jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Jedes Knie im Universum, im Himmel und auf der Erde und unter der Erde wird sein Knie beugen vor dem lebendigen Gott, dem Vater und dem Lamm Gottes Jesus Christus. Und das ist das Schöne, dass eines Tages jeder, der gegen Christus war und seine Identität, dass er der Sohn Gottes ist und Gott selber ist, eines Tages sein Knie vor ihm sich beugen wird und erkennen wird,
Er lag falsch. Er wurde verführt. Er war nicht in der Wahrheit. Er hat nicht Christus erkannt. Eines Tages kommt er dieser Wahrheit ans Licht. Für jede Seele und für jeden Menschen. Die Leute unterschätzen auf jeden Fall. Die wissen ja nicht, dass im Alten Testament alles erfüllt worden ist, bis auf das Buch Daniel und gewisse andere Prophezeiungen im Neuen Testament. Die Leute haben Gott vergessen. Die Leute haben durch diese 2000 Jahre Gott vergessen. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Die Bibel wurde erfüllt von Jesus Christus im Alten Testament. Man hat Gott gesehen in Menschengestalt. Die einen haben Gott in Christus erkannt, die waren von Gott bestimmt. Die anderen haben Gott in Christus nicht erkannt. Aber was will ich damit sagen? Wie das Alte Testament sich wieder gespiegelt hat im Neuen Testament, so wird es wieder kommen. Und Gott ist mein Zeuge. Und nicht nur Gott ist mein Zeuge, alle Kinder Gottes sind meine Zeugen. Es wird bald offenbar werden. Die Welt wird das zweite Kommen Christi sehen. Ihr werdet mit eigenen Augen an die Brust schlagen, werdet ihr auch. Die Menschheit hat Gott vergessen. Durch einen Urknall ist alles entstanden. Was hat der Teufel gemacht in 2000 Jahren? Durch eine Explosion ist alles entstanden. Allah, ich glaube an Allah, er habe ja keinen Sohn. Hat das der Teufel geschafft? Hinduismus, tausende Götter in diesen 2000 Jahren, sie haben Christus vergessen. Sie haben den wahren Gott vergessen. Aber sie werden ihn alle sehen, wenn der Himmel sich spalten wird und öffnen wird und der Sohn des Menschen sich offenbaren wird, das zweite Mal. Und für alle Menschen. Er ist der lebendige Gott. Die Menschen haben Gott vergessen. Die zwei Millennium, die 2000 Jahre, hat der Teufel viel gearbeitet. Der Teufel hat viel gemacht. Er hat den Islam entstehen lassen, wodurch man das Kreuz vergessen hat und die Identität von Christus, seine wahre Identität. Was hat er noch gemacht? Er hat den Atheismus verherrlicht, hat der Teufel geschafft in diesen 2000 Jahren durch die Urknalltheorie und so weiter. Die Welt hat Gott vergessen. Aber dann, wenn sie den Herrn der Herren und den König aller Könige und den lebendigen Gott im Himmel sehen, auf einem weißen Pferd mit alle Engel des Himmels, dann will ich deren Gesichter sehen. Jesaja 66, 15 bis 17, Offenbarung 19. Okay, Leute, ich gehe jetzt offline. Es war schön. Ich komme später, wenn ich zu Hause bin, am Abend, circa 21 oder 22 Uhr, komme ich wieder online. Und ja. Dieser Nina folgt Pavlos, ja, das sagt alles. Der Herr segne euch und behüte euch und lasse sein Angesicht auf euch scheinen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Der Herr sei mit euch und mit eurem Geist. Bis später.